ist los in dieser Woche? Eure Nachrichten rund um den FC Hansa Rostock. Kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Die Kogge ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Mit einem 4:3 Auswärtssieg gegen Preußen Münster gelang ein Auftakt nach Maß. Am Sonnabend folgt nun das erste Spiel im eigenen Wohnzimmer. Bei diesem soll natürlich nach über einem halben Jahr endlich wieder ein Heimsieg her. Von einem sogenannten Heimfluch möchte Cheftrainer Peter Vollmann allerdings nichts wissen und glaubt auch, dass es die Mannschaft nicht belastet. Hey, ich beschäftige mich eigentlich gar nicht damit, mit so einer Situation, und ich glaube, das ist auch nicht klug. Wir müssen versuchen, halt das Selbstvertrauen, was wir in Münster erarbeitet haben, hier auch wieder mit Mut zu untermauern, einen Plan zu haben, wie wir gegen den Gegner gewinnen können. Und das sind wichtige Grundlagen dafür. Ich glaube nicht, dass das die Mannschaft auch in irgendeiner Form belasten wird, sondern ich glaube, wir freuen uns alle auf das Spiel. Wir haben eine gute Rücklage, dass wir sagen, wir haben in Münster das Spiel gewonnen, und das sind gute Voraussetzungen nach dem ersten Spiel. Und natürlich wünscht man sich zum ersten Spiel vor heimischem Publikum eine tolle Kulisse. Daher heißt das Motto für Sonnabend: volle Fahrt, volle Hütte. Gemeinsam wollen wir es schaffen, mit über 15.000 Fans unsere Mannschaft zum zweiten Sieg der Saison zu pushen. Also, wer noch keine Karte für die Partie gegen Rot-Weiß Erfurt hat, sichert sich bitte schnellstmöglich eine. Und für die Fans lohnt es sich gleich mehrfach ins Stadion zu gehen. Wichtig ist dabei aber vor allem, kommt rechtzeitig. Denn sicherlich will keiner einen ganz besonderen Moment verpassen, wenn Tradition Einzug hält. Mehr wollen wir an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Verraten können wir den Zuschauern aber schon Folgendes. Es ist wieder da und ab Sonnabend könnt ihr es euch anschauen. Das altehrwürdige Marathontor. Das frühere Herz des Ostseestadions ist diese Woche am Kunstrasenplatz vor der Westtribüne errichtet worden. Dafür war geballte Manneskraft nötig. Denn die historische Pforte ist 5 Meter breit und 4,40 Meter hoch. Zudem ist es, wie damals üblich, extrem massiv gebaut worden. Um den Wiederaufbau unseres neuen alten Stückes auch noch einmal in einem gebührenden Rahmen zu feiern, wird es am 16. August eine offizielle Einweihung geben. Seit dieser Woche bereits offiziell erhältlich ist im Übrigen unser neuer Fankatalog. Auf 56 Seiten werdet ihr hier über alle Möglichkeiten informiert, euch mit entsprechenden Fanutensilien eures Lieblingsvereins auszustatten. Zudem habt ihr auch erstmals die Möglichkeit, den Katalog online durchzublättern. Mehr Informationen zum Hansa-Fankatalog erfahrt ihr unter fankatalog.fc-hansa.de.